Postage and Revenue. Ich habe das Ganze jetzt englisch betextet, spreche hier natürlich Deutsch. Es waren auch ein oder zwei Englischsprachige mit angemeldet, den ich bis jetzt gesehen habe. Das sind, glaube ich, alles Deutschsprachige. Aber ich glaube, damit kommen wir klar. Vielleicht mal eben ganz kurz zu meiner Person. Ich mache seit einigen Jahren doch, seit eigentlich 93, phasenweise immer wieder in der FIP mit, bin zurzeit der Acting Chairman of the Revenue Commission. Und wir haben in den letzten Jahren die Guidelines komplett neu überarbeitet. Das ist ausgegangen eigentlich mit einer Vorlage aus dem Bereich der Ganzsachen. Da gab es eine Vorformulierung und wir haben, angeregt von Bernie Besten, das war sicherlich ein ganz großer Schachzug, uns war es wichtig, dass wir, egal in welcher Sportart wir uns in der Philatelie bewegen, mit den Begriffen auch das Gleiche meinen. Also wir haben da so Schlagworte wie Importance, Rarity und. Und die müssen alle irgendwie ja definiert sein. Und wir haben uns bemüht, die gleichmäßig zu definieren. Wir haben die in allen Guidelines jetzt gleich übernommen. Und trotzdem gibt es in jeder Disziplin dann so die Eigenarten der Sportart, sage ich jetzt mal. Ich habe eigentlich seit 1993 immer argumentiert, es gibt gar keinen Unterschied zwischen Briefmarken und Fiskalmarken. Die sind praktisch gleichzeitig. In England steht es drauf, Postage and Revenue sehr oft, in der gleichen Druckerei gedruckt worden, die sind kassiert worden vom Staat und dem war es eigentlich letztendlich egal, wofür er die Gebühr gekriegt hat, die ging in den Staatshaushalt. Hat sich mittlerweile mit viel Privatisierung so ja gewaltig geändert und Fiskalmarken gibt es weltweit kaum noch. Nichtsdestoweniger sind es alles Wertzeichen und ich habe also lange, lange, lange argumentiert, es gibt gar keine Unterschiede. Und mittlerweile haben sich dann doch mal so ein paar Unterschiede herauskristallisiert. Und da möchte ich jetzt so kommen. Jetzt wundere ich mich, weil ich kann mein... Doch, da klappt's. Ich komme nicht weiter. Ja. Darf ich vielleicht... Irgendjemand hat im Hintergrund Geräusche, dass man die Mikrofone abstellt. Danke. Wär gut. Also bitte abschalten und nur einschalten, wenn man mir eine Frage stellen möchte und dann einfach losreden. Wir haben in der postalischen Philatelie, ich habe jetzt mal einige Klassen aufgezählt, die ist nicht vollständig, die Liste, aber ich glaube, das ist jedem klar, dass wir die klassische Ländersammlung haben. Wir haben die Postgeschichte, wir haben die Ganzsachen, wir haben die Thematik, wir haben die Luftfahrt. Und wir haben jetzt neuerdings auch die Open Class. Es gibt da noch Maxima Philatelie und so weiter. Und ich habe einfach gesagt, in den Revenues, die bilden, also in der Fiskalphilatelie, bilden wir die eigentlich nochmal ab, ohne dass wir die jetzt in eigene Klassen aufteilen. Das heißt, wenn ich die Ländersammlung sehe, dann ist das eigentlich genau der Weg gewesen, wie wir immer Stempelmarken gesammelt haben. Die wurden meistens vom Dokument heruntergenommen und hat einfach nur versucht, verschiedene Wertzeichen zu sammeln und die dann nach allen klassischen philatelistischen Begriffen auch wirklich zu unterscheiden. Also egal, Druckart, Zähnung, Papier, Wasserzeichen, all das, was wir postalisch kennen. Die Postgeschichte wird heute mit einigen wenigen, aber sehr, sehr guten Exponaten mit einer Fiskalgeschichte dargestellt. Also da kann man sehr viel Parallelitäten sehen. Ganzsachen, die gehören einfach bei uns dazu. Die werden gar nicht als eigene Klasse gesehen. Die gibt es genauso, eingedruckte Wertzeichen auf zig Formularen. Bekannt sind da sicherlich die Frachtbriefe, aber auch die Wechsel. Thematik, da muss man ganz klar sagen, die Thematiker gehen hin und nehmen die Stempelmarken raus und sagen, das gehört nicht zur Philatelie. Ein bisschen merkwürdig, wenn die FIP selber sagt, Fiskalmarken sind philatelistisches Material. Egal, wir bilden die Thematik aber eigentlich nicht ab. Das heißt, wir erzählen nicht eine Geschichte anhand von Marken, aber wir beschäftigen uns mit einem etwas anderen Blickwinkel, indem wir sagen, wir haben es Subject-Based genannt. Also wir gehen in eine Thematik rein. Sehr schöne Beispiele, Vergnügungssteuer, Biersteuer.
Dann stellt man also alle Abgaben und Steuern und Dinge um so eine Thematik zusammen. Wenn wir die Luftfahrt sehen als eigene Kapitel, wir haben sicherlich heute große Sammlungen, die sich mit nur Wechseln beschäftigen, nur mit den Pässen. Da geht man auch noch mal ganz klar in die besonderen Gebühren und besonderen Dinge mit rein. Und in der Open Class, da kann man, glaube ich, heute sagen, das ist ein idealer Punkt, wo wir uns einfach treffen, wo wir uns gegenseitig bereichern. Und da gibt es mittlerweile ganz fantastische Beispiele, wo also wirklich die Briefmarke und die Fiskalmarke side by side mit sehr viel Harmonie zusammenpassen. Die Fiskalmarken sind praktisch alles, was wir an Steuern und Gebühren abhaben. Wenn man sich überlegt, dass eine Briefmarke ja nichts anderes als eine Gebühr ist, könnte man sagen, das ist ja damit auch eine Fiskalmarke, staatliche Gebührenmarke. Wo soll da der Unterschied sein? Die Unterschiede sind eigentlich mannigfaltig. Ich muss gerade mal eben ganz kurz hier was. Ja. Wir haben erheblich mehr Wertstufen, als das bei den postalischen Marken vorkommt. Das heißt, auch wenn wir ein paar moderne Sätze haben, die groß sind, das ist bei Fiskalmarken klassisch gewesen. Und wenn die dann jedes Jahr eine neue Ausgabe gemacht haben, ist die Anzahl der Marken unfassbar groß. Und damit haben wir auch als Aussteller große Probleme. Ich sage jetzt mal Preußen. Man kann fantastische postalische Exponate aufbauen mit gerade mal 20, 25 Marken. Fiskalisch hat Preußen fast 1000 Wertzeichen herausgegeben. Stempelmarken durften in der Regel ungebraucht nicht gesammelt werden. Das war verboten, weil man konnte sie privat verwenden und man hätte praktisch immer nachversteuern können. Hintergrunddokumente waren nur gerichtlich gültig, wenn eine Steuermarke draufklebte. Wenn ich es vor Gericht nicht brauche, warum soll ich dann eine Marke draufkleben? Grund genug, sich eine ungebrauchte Sammlung von Steuermarken hinzulegen, um dann jederzeit die Steuern nachträglich zu bezahlen und vor Gericht erfolgreich zu sein. Das Material wurde damals nicht so gerne gesammelt, weil halt vieles verschlossen blieb und man gar nicht so richtig da dran kam. Gerichtskostenmarken, Ähnliches, das war halt nur hinter verschlossenen Türen und das ging gar nicht erst ins Publikum. Und last but not least, wir haben Auflagen und Verkaufszahlen, die sind in der postalischen Philatelie fast unbekannt. Ich habe mal irgendwann eine kleine Geschichte zusammengestellt von 5 Marken, die über ein Jahr am Schalter zu erhalten waren, verwendet werden sollten, die aber genau einmal in den Verschleiß gekommen sind. Beispiele aus Österreich, aus Argentinien, aus Uruguay. Also da gibt es wirklich Dinge, die man in Seltenheit kaum postalisch wiederfindet. Vielleicht noch ergänzend zu den Unterschieden, wenn Sie erlauben. Ja, gerne. Ich sehe eine besondere Schwierigkeit gerade für Sammler in Deutschland oder diejenigen, die die marktführenden Kataloge Deutschlands benutzen, weil da diese Marken ja fast nicht vorkommen und oft auch für die Postgeschichte argumentiert wird. Postgeschichte sei nur die Erbringung von Postdienstleistungen, das anders als Sie gerade sagen, staatliche Einnahmen, sondern man halt sagt Einnahmen für Postdienstleistungen. Sobald ich aber einen Stanley Gibbons oder einen anderen Katalog aus dem englischen Sprachraum aufmache, da ist man überrascht, wie viel mehr überhaupt auch schon mal katalogisiert ist, was wir in unseren marktführenden Katalogen gar nicht erst finden. Und damit sehe ich halt auch, dass vielen Sammlern gar nicht bewusst ist, was für eine Welt es da noch gibt und das eben vollständig nach Katalog vieles einfach ausblendet, je nachdem, welchen Katalog ich verwende. Danke. Ist ein richtiger Hinweis. Es ist also nicht nur der Scott, der Klassiker, der die amerikanischen Fiskalmarken immer eigentlich seit ewig mit dabei hat. Ganz am Anfang, so die ersten großen klassischen Katalogwerke, hatten auch einen Band Briefmarke, einen Band Ganzsache, einen Band Fiskalmarken, das ist weg. Wir können heute in Italien, in Frankreich, in Ungarn, also in vielen, vielen Ländern
Fiskalmarkenkataloge auch von offiziellen Verlagen finden. In Deutschland ist das aufgrund des wahnsinnigen Umfangs. Ich habe lange mit Michel gesprochen. Man hat wirklich Bedenken, Sorge und Angst, wie man das stemmen soll. Das würde so teuer werden und dann eine kleine Auflage. Trotzdem, wir haben viel in der Arge publiziert. Ich habe hier eine Bibliothek mit 80 laufenden Metern Regal und da sind fast weltweit alles katalogisiert, was man sich nur vorstellen kann. Und wir gehen auch zurück in die Stempelpapiere. Wir werden in 2 Jahren, 2024, den 400. Geburtstag von philatelistischem Material feiern, weil in Holland 1624 bereits die ersten Stempelpapiere herausgegeben worden sind. Also praktisch über 200 Jahre älter als die Briefmarke. Und ich bin dabei, einen Artikel zu schreiben, wie wirklich die erste holländische Marke eigentlich nahtlos in einer richtig schönen Evolutionsgeschichte hin zur Penny Black gekommen sind. Und da gibt es ganze Menge Zusammenhänge. Jetzt bin ich zurück nochmal bei den Guidelines, weil das ist so ein bisschen das, was die Arbeit des Büros in den letzten Jahren war. Wir haben dann gesagt, gut, neben der Harmonisierung aller Begriffe machen wir auch nochmal ganz klar, wir dürfen in den Revenues mit so vielen verschiedenen Ansätzen an ein Exponat herangehen, wie wir wollen. Wir haben als Beispiel 3 ganz klar definiert. Das ist eben die klassische Ländersammlung, die Fiskalgeschichte oder was wir als Subject Treated bezeichnet haben, wo wir gesagt haben, wir beschäftigen uns mit einem Thema und geben die Abgabengebühren dazu. Das sind ganz tolle, schöne Sammelgebiete. Ein Beispiel hatten wir in Essen 19, ist der Publikumsliebling geworden. Jenny Benfield aus Neuseeland hat so eine Geschichte zusammengestellt, vom Geburt bis ins Grab, wir zahlen eigentlich immer Steuern, und zeigt dann auf 7 Rahmen die unterschiedlichsten Abgaben. Das ist dann egal, ob wir die Handschuhe oder die Hutsteuer dabei haben, mit allem drum und dran, was so alles sich die Staaten haben einfallen lassen. Also das macht eigentlich Spaß. Gleichzeitig haben wir gesagt, jede andere Idee ist willkommen. Was wichtig ist, und ich glaube, das sollten wir zurückspiegeln auch in ein postalisches Exponat, wir sollten bei der Betrachtung bleiben. Es macht keinen Sinn, dass wir 5 Rahmen Briefmarken zeigen und dann hinten 3 Rahmen Ganzsachen dranhängen. Es macht keinen Sinn, dass wir traditionell alles schön erarbeiten und haben dann 4 Rahmen traditionell dargestellt und hängen dann 4 Rahmen Postgeschichte der Marken hinterher. Ich glaube, jedes Exponat, um wirklich gut und in sich schlüssig zu sein, sollte genau eine Geschichte, einen roten Faden haben. Und dann sind wir nämlich wieder bei einer Gemeinsamkeit, dass wir jetzt im postalischen Bereich sagen, hey, wir sind so viele Sammler, wir haben so viel Interesse, wir können wirklich das ganz fantastisch in einzelnen Klassen aufteilen und haben in jeder Klasse auch genug Teilnehmer, ist ja schön. Das haben wir im Fiskalbereich eben leider nicht, wobei wir mittlerweile, in China soll es 4.000 Fiskalsammler geben. Wir werden in Essen mit 25 dabei sein. Wir waren in Bangkok mittlerweile die 4. Ausstellungsklasse. Also so ganz klein und vernachlässigbar sind wir nicht. Aber es macht keinen Sinn, das aufzuteilen. Wichtig, vielleicht nochmal ganz klar, den roten Faden, den Blickwinkel, den ich mir suche, den sollte ich beibehalten. Und es ist schon spannend, dass wir auf vielen Wettbewerbsausstellungen sogar manchmal umklassifizieren müssen oder so Exponate haben, wo wir nicht mehr wissen, ist das Fleisch oder ist das Fisch? Und da müssen wir, glaube ich, auch als Aussteller dran arbeiten. Wir tun es einfach allen leichter und besser, wenn wir da klar sind. Was ich sehr schade finde, ist, dass die Ganzsachen postalisch eigentlich fast nur einen traditionellen Blickwinkel zulassen. Während wir im Fiskalbereich sagen, jeder Blickwinkel ist gut und ist gleichwertig, sagen die Ganzsachensammler, du musst Probedrucke, du musst ungebraucht, du musst die Plattenfehler und du musst die postalische Verwendung zeigen.
Das macht das Ganzsachensammeln ein bisschen eingeschränkt. Und ich kenne eigentlich viele Ganzsachensammler, die einen ganz anderen Blickwinkel haben, die eben wirklich mehr die Verwendung und den Nutzen der Ganzsache in den Vordergrund schieben als die Herstellung. Eine Ländersammlung, ich gehe jetzt einfach nochmal ganz klar so durch die Dinger, die dabei sind. Da ist eigentlich wichtig, dass die Geschichte anhand der Markenidee, ja, der Produktion und der Verwendung sauber ineinander erzählt wird. Ja, man muss eigentlich versuchen, alle Aspekte der Herstellung und der Verwendung in einer Geschichte reinbringen. Da gehören also ganz klar Essays, Proofs, alles mit dazu. Es gibt viele Sammelgebiete, da gibt es genug Material, alles, was die American Banknotes gedruckt haben, da gibt es sehr, sehr viel von dem Material. England ist auch voll davon. Wir haben genug andere Länder. Da ist dieses Material selten oder gar nicht auf den Markt gekommen. Das jemals zu wissen und zu sehen, ist auch eine Herausforderung für den Juroren. Da Der hätte muss ich mal eine einfach. Frage. Ja? An die Essays, da kommt man ja gar nicht. Da kann man ja wenigstens in Kopie bringen, würde ich mal sagen. Jetzt nehmen wir mal die US-Sammlung. Also in Kopie bringen geht gar nicht. Wir sollten also im Wettbewerb immer ganz klar mit Originalen arbeiten. Und also ich muss sagen, ich habe auch in meiner US-Dienstmarkensammlung Essays mit drin. Und da streut sich dann halt irgendwann Spreu vom Weizen. Das kostet Geld. Da muss man bereit sein, sich so etwas zu leisten und zu kaufen. Aber wenn ich traditionell ausstellen will, gehört das eigentlich dazu. Und wenn ich es nicht habe, dann fehlt da eben etwas. Und dann immer die Frage, wo will ich hin und wo will ich mitspielen? Also wenn ich auf FIP-Ebene ganz oben sein möchte und habe keine Essays, ist das, glaube ich, wirklich schwierig. Es sei denn, es gibt keine. Aber gerade bei USA gibt es die. Stimme Kann ich man zu. auf Auktionen erstehen, ist halt eine Geldfrage. Aber Ja. nicht mal so schwer zu kaufen, die gibt es also relativ oft im Angebot. Okay. Ralf, ich Danke. hätte jetzt auch gleich mal eine Frage an dich. Wir sprechen ja bisher hauptsächlich über tatsächliche Gebührenmarken, das heißt Gebühren, die für staatliche Leistungen und Ähnliches erbracht wurden. Du kennst ja mein Spezialgebiet der Zwangszuschlagsmarken, die nach FIP-Reglement im Ausstellungswesen als Fiskalobjekte behandelt werden, aber tatsächlich hauptsächlich in postalischer Verwendung waren. Das heißt, als Zuschlag auf Einschreibebriefen und so weiter. Nach FIC-Reglement würde ich die immer da, wo sie auch hingehören, in der traditionellen Sammlung sehen, weil sie eben auch wirklich nur postalisch vorkommen. Das ist ein bisschen so ein Zwitter, so ein Ding. Wir würden es bei uns nicht rausschmeißen. Wir haben auch einen Spezialkatalog über die Zwangszuschlagsmarken in der Arbeitsgemeinschaft veröffentlicht. Aber da muss man eben ganz klar sagen, da treffen sich die Sammelgebiete. Nur wenn ich eine Marke ausschließlich auf Brief habe, dann soll man sie auch wirklich im Postalischen zeigen. Habe ich die Marken eben auf allen anderen Formen von Dokumenten und Papieren, dann ist es eben im Fiskalbereich. Ja, aber ich habe es also versucht, auf einer nationalen Ausstellung auszustellen. Die haben die nur im Fiskalbereich angenommen. Dann würde, wenn ich in der Jury bin, die sofort wieder in den postalischen Bereich zurückgehen. Okay, danke. Wobei, wir würden es nicht bestrafen, wir nehmen sie auch bei Fiskal, aber eigentlich ist das rein postalisch verwendet und damit eine wahnsinnige Einschränkung. Denke, da wird, das sollten wir jetzt nicht vertiefen, das passt vielleicht zu einem der späteren Vorträge, Ja. aber die Unterschiede zwischen den nationalen Reglements und den FIP-Regeln sind in manchen Klassen halt auffällig, wo man sich dann auch fragen kann, entwickeln im nationalen Bereich, um dann mal in den internationalen zu kommen. Nach welchem Reglement geht man? Ich denke da gerade an die 2C von der Postgeschichte, die halt so im deutschen Reglement bisher nicht abgebildet sind. Ganz klar, FIP gilt. Und wir haben einfach in Deutschland, muss ich leider gestehen, zu lange gezögert, das vernünftig anzupassen. Das müssen wir eigentlich machen. Alles andere ist unfair unseren deutschen Ausstellern gegenüber.
Die sind nachher ganz glücklich und zufrieden, wie weit sie national gekommen sind und stürzen ab, wenn sie auf FIP-Ebene gehen. Das darf nicht passieren. Man sollte das Ziel von vornherein vor Augen haben. Ganz klare Antwort dazu ist auch eindeutig. Dann kann ich dazu schnell was sagen. Also wir sind im Moment dran, vom BDPH erstmal die ganzen überarbeiteten FIP-Reglements offiziell auf Deutsch zu übersetzen. Das ist eine Aktivität, die im Moment läuft. Und es ist genau dieses Thema, das habe ich auch im Vorstand vorgebracht und habe gesagt, wir müssen auch über unsere deutschen Reglemente drüber gehen, weil ich möchte, ich selber sage, ich möchte die Kontinuität in Richtung FIP zumindest nicht logisch verbauen. Ja, ich muss vielleicht nicht jetzt jede Regelung reinnehmen, aber ich muss die Kontinuität sichern, ja. Und ich glaube, da wird einiges kommen. Ich kann das auch zum Beispiel sagen, allein schon die Diskussion 12 Rahmen oder 16 Rahmen ist jetzt eine, die auch da ist, ja. Weil wir hatten das auch beim letzten Seminar, der Wechsel von 12 auf 16 ist halt dann doch ein ziemlich harter Schritt, wenn man es richtig machen möchte. Ja. So, ja. Das ist nicht nur einfach mal Folien umsortieren, ja. Ja. Haben wir oft genug gemacht. Das ist ein altes Thema, ja. Aber gut. Also um mal ganz kurz zusammenzufassen, wenn man nur Probedrucke zeigt, ist eigentlich eine traditionelle Sammlung niemals vollständig. Da fehlt was. Wobei ich sagen muss, in Jakarta wurde Grand Prix International oder Champion Class an Probedrucker Hongkongs gegeben. Da waren wir doch einigermaßen verblüfft. Und wenn man nur Verwendungen zeigt, also nur gebrauchte Marken, dann ist das eigentlich auch keine klassische Ländersammlung. Und das gilt dann postalisch wie fiskalisch. Vollständigkeit. Das ist etwas, was wir postalisch eigentlich massiv erwarten. Wir wollen immer möglichst alles zeigen und dann nach Möglichkeit die besten, schönsten, größten Einheiten. Das geht im Revenues, in Fiskalmarken in der Regel nicht. Und da muss man sich von vornherein fragen, wie gehe ich damit um, wenn ich gar nicht alles zeigen kann, was theoretisch vorhanden sein könnte, was es mal gegeben hat. Mir hilft da so ein bisschen die Thematik und ich glaube, man muss versuchen, eine vollständige Geschichte zu erzählen. Das wird noch schlimmer, wenn ich mir die Riesenanzahl der Gebührenraten und der ganze Dinge angucke, das wird so groß, dass wir eine Auswahl treffen müssen. Und das ist wichtig. Und deswegen bleibt eigentlich die Aussage, wir brauchen eine vernünftige Storyline, die wir da haben. Das heißt, es macht keinen Sinn, dass wir versuchen, alle Variationen von den Marken mit allen Stufen zu zeigen. Also da gibt es viel zu viel, um das alles hinzukriegen. Wir müssen das Wesentliche heraussuchen und wir müssen vor allen Dingen interessant bleiben. Das heißt, man sollte nicht nach 2, 3 Rahmen zum nächsten Exponat rübergehen, weil es langweilig wird. Das ist immer so ein bisschen das, was ich sage. Jetzt kommen wir mal zu dem ersten Beispiel. Ich habe also aus meinem großen Exponat so ein paar Beispielseiten genommen. Und hier ist einfach der Schlüsselwert der ersten Ausgabe Österreichs. Und ich habe dann mal die verschiedenen Wasserzeichen, Zähnungsformen, Druckvariationen, also alles, was es bei der ersten Ausgabe zu sammeln gibt, traditionell am Schlüsselwert dargestellt. Und ich denke, wenn man das im Schlüsselwert kann, dann kann man davon ausgehen, das kann der Aussteller auch mit allen anderen Wertstufen. Und wenn ich es eben nicht im Schlüsselwert kann, aber ich zeige es exemplarisch an einem anderen Wertstufe, dann habe ich zumindest meine philatelistischen Kenntnisse und mein Verständnis der Ausgabe ausreichend dargestellt. Das muss ich nicht mit jeder Wertstufe wiederholen. Das will auch kein Betrachter eines Exponats sehen. Die Importance, die Bedeutung einer Sammlung, da gab es in der Vergangenheit immer viele, viele, viele Philosophien und Ansätze. Ich sage mal, der erste klassische Ansatz, der mir so einfällt, ist, hat nichts gekostet, ist auch nichts, war ganz teuer, muss auch ganz besonders sein. Davon sind wir eigentlich Gott sei Dank einigermaßen abgerutscht. Wir sagen eigentlich heute, dass wir die 10 Punkte gerne mal in 2 Hälften aufteilen.
Wir geben 5 Punkte an Bedeutung für das Thema. Ja, und 5 Punkte für die Sammlung in diesem Gebiet. Sprich, wenn ich klassisch Großbritannien sammle, ist das von der Importance bestimmt ganz oben. Das sind immer 5 Punkte. Habe ich aber auch so eine Großbritannien-Sammlung, wo man eigentlich nicht was Besonderes sieht, dann gibt das eben 0 oder 1 Punkt für die Sammlung Großbritanniens. Und dann da auch wieder spitze zu sein bei so einem beliebten Sammelgebiet, ist halt extrem schwierig. Auf der anderen Seite kann ich eine super Spezialstudie haben, wenn ich der Einzige bin, der es sammelt und sonst überhaupt kein anderer macht, dann hat halt dieses Gebiet nicht wirklich eine philatelistische Bedeutung. Zum Gebiet sieht man sicherlich jetzt nicht nur die Beliebtheit und den Wert, da sieht man sicherlich auch, was ist da geschichtlich passiert, wie schwierig ist das hinzukriegen. Aber entscheidend war eigentlich, dass wir diese Sachen so etwas unterschieden haben. Und wir sagen eben hier ganz klar bei den Fiskalwertzeichen, dass wenn man also einen ganz kleinen Zeitpunkt nimmt, wenn man sich eine einzelne Steuerart raussucht, dann muss man schon ganz tief da reinsteigen, sonst ist man oberflächlich. Wenn ich eine große Zeitspanne habe, und das machen ganz viele Exponate, die fangen eigentlich irgendwann in der Vorgeschichte an und hören heute auf, postalisch nahezu undenkbar, weil da machen fast immer nur einzelne Ausgaben, dann wird diese Sammlung garantiert oberflächlich und verliert einfach an Bedeutung. Und großes Problem in der Fiskalklasse ist halt, haben wir überhaupt genug Sammlungen eines einzelnen Sammelgebiets, um die dann auch zu vergleichen. Da gibt es ein paar hervorragende Beispiele, wo man wirklich Vergleiche ziehen kann. Und andere sind dann eben bis jetzt einmalige Sammlungen, die keinen Vergleich zulassen. Das Wissen, was wir zeigen, da muss man einmal ganz klar sagen, auch wenn sie schwer zu finden sind, es gibt praktisch für alle Fiskalmarken Kataloge. Wenn Juroren welche suchen oder die zur Verfügung haben, unsere Bibliothek der Arbeitsgemeinschaft steht zur Verfügung. Was ganz entscheidend und wichtig ist, dass wir nicht das zu den Marken und vor allem auch zu den Dokumenten schreiben, was jeder sehen kann. Gilt für postalischen Brief genauso. Wir wollen nicht das beschreiben, was ich sehe, wenn ich mir den Brief angucke. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, dass man mit der Auswahl des Materials eine ganze Menge Kenntnisse und Hintergrund eigentlich zum Ausdruck bringen kann. Also da sollte man sicherlich dran arbeiten. Forschung, da ist es ein Riesenvorteil, wenn man Fiskalphilatelie betreibt, weil es gibt genug Sachen, die sind noch gar nicht erforscht. Ich habe also eine unglaubliche Chance, neue Sachen zu finden. Deswegen verlangen wir das eigentlich. Und wenn wir eine Sammlung sehen, wo so gar nichts Überraschendes Neues erklärt und gezeigt wird, dann müssen wir uns fragen, warum ist das Gebiet wirklich vorher schon so gut dargestellt worden, dass das nicht geht? Und ich denke, dass wir da postalisch, wenn wir ein altes klassisches Sammelgebiet haben, da gibt es so viel Spezial- und Fachliteratur. Da wirklich was Neues zu finden, ist halt sehr, sehr viel schwieriger. Genau das ist eigentlich der Grund, warum ich seinerzeit in die Fiskalphilatelie eingestiegen bin. Ich habe einfach mal Essays jetzt hier, das Thema hatten wir gerade, zusammengestellt auf so einer Seite und habe eigentlich mit diesen Essays erklärt, gezeigt, was man an Ideen und Versuchen gemacht hat, um die Wiederverwendung der Marken zu verhindern. Und das immer wieder zurückgespiegelt in den richtig verwendeten Marken. Und ich glaube, dass das einfach mit dazugehört, dass man neben den normalen Marken auch das ganze redaktionelle Hintergrundwissen versucht auszugraben und darzustellen. Und das gibt dann einfach die Punkte für Kenntnisse und Forschung neben der Seltenheit des Materials.
Die Erhaltung. Es gibt den alten Spruch, in der Fiskalphilosophie zählt Erhaltung gar nicht. Und da mache ich gerne einen Widerspruch. Natürlich gibt es fantastische Beispiele. Ich habe jetzt einfach mal so zwei schöne alte Dosen gezeigt, wo dann so Medizinbanderolen drum geklebt sind. Die Dosen hat man geöffnet, damit sind die Marken zerschnitten worden und die sind auch damit definitiv defekt. Und trotzdem ist es fantastisch, wenn man so ein Material heute noch findet. Das ist selten genug. Und wenn es dann durch die Verwendung so aussieht, dann ist das halt immer noch akzeptabel. Aber das ist nicht das, was wir in erster Linie sammeln wollen. Ich freue mich immer, wenn ich mit Engländern spreche. Ganz kurze Frage zu der vorigen Folie und diesen fantastischen Dosen. Für das praktische Ausstellen von Objekten, die mehr als 2 Millimeter Stärke haben oder 1,5, gibt es da irgendwelche Ideen für sowas, das extra Tischchen neben dem Exponat oder sowas? Ist das jemals diskutiert worden? Sehr oft diskutiert worden. Ich habe auch vom Landesverband Nordrhein-Westfalen, ich glaube, 6 Rahmen, die mal angefertigt wurden. Da sitzt eine kleine Vitrine auf der Glasscheibe, wo man auch 3D-Objekte reinsetzen kann. Es gibt diese Dinge. Wir haben häufiger Vitrinen aufgestellt. Und es ist erstaunlich, wie viele 3D-Objekte man sogar immer wieder zeigen kann. Ich muss gestehen, wir haben da totale Publikumsmagnete und Erfolg gehabt, aber meistens außer Wettbewerb und meistens einfach just for fun und zum Zeigen aufgebaut. Wettbewerbstechnisch sehr schwierig, aber ich glaube, 1,5 Zentimeter haben wir schon häufiger im Rahmen reingekriegt. Da gibt es eine ganze Menge sehr nette Beispiele. Die Dosen habe ich natürlich noch nie in einem Exponat ausstellen können. Das passt nicht. Aber ich habe es jetzt bei so Vorträgen gerne, um dann mal zu zeigen, warum sind die Marken überhaupt beschädigt, kaputt und trotzdem in meinen Augen sammelwürdig. Da ist das einfach ein tolles Foto für. Ja, danke. Defacing, also das Ausschlagen des Kopfes oder des Hoheitswappens, um einfach eine Marke zu entwerten. Damit haben die Inder, die ja heute auch den Ministerpräsidenten stellen, ihre Liebe zu England sehr früh gezeigt. Das ist üblich. Die Marken wurden so verwendet. Die gibt es kaum anders. Wenn man es dann anders kriegt, dann hat man halt eindeutig eine überdurchschnittlich gute Erhaltung. Das muss man halt wissen. Das sind solche Dinge, da muss man wirklich im Thema drin sein. Zurück zu Österreich. Ich habe einfach mal so die Spitzenwerte dargestellt, wie sie in den meisten Sammlungen vorkommen. Handschriftlich entwertet und dann nachher vom Controller mit Crayon, mit Wachs, schön sauber durchgestrichen, abgehakt. Das ist vorschriftsmäßig verwendet, aber es hat keinen Sexappeal. Es ist einfach nicht schön. Ich habe jetzt hier mal die 30 Lire, ne? So vorschriftsmäßig, sehr sauber, mit nur einer sauberen kleinen Unterschrift. Naja, und dann eben mit einem Amtssiegel und das dann auch noch bitte in farbig. Ja, 70% des Materials ist vorschriftsmäßig entwertet, 25% ist sauber und nett, 5% haben nur ein Amtssiegel, in Farbe vielleicht 1% der Marken. Und dann kann man, wenn man das weiß und wenn man das kennt, kann man auch mit der Auswahl und mit der Präsentation eine ganze Menge zeigen und erreichen. Dann wird auch Erhaltung klar. Es gibt immer den alten Spruch, man soll niemals ungebraucht gebraucht mischen. Wenn man den ganzen Satz zeigen will, Österreich, die erste Ausgabe, ungebraucht, unmöglich. Ich habe sie immerhin hier bis 6 Gulden und habe den höchsten Wert 20 Gulden, tadellos ungebraucht mit Gummi. Die anderen kann ich dann aber nur gebraucht dazu setzen, weil die sind ungebraucht einfach nicht bekannt. Ich plädiere dafür, das großzügig zu tolerieren, auch wenn es vielleicht nicht das Ideal ist, sonst zeige ich halt ungebraucht immer nur Fragmente. Wir haben ganz frühe und viele Verfälschungen. Ich habe hier 2 rausgesucht, die erkennt man gerade eben noch so auf dem Scan. Da sieht man, dass hier handschriftliche Entwertungen vorhanden waren, die man entfernt hat.
Ich könnte andere zeigen, da sieht man das im Scan fast gar nicht. Da muss man wirklich spezial dran gehen. Wir haben also ein Riesenproblem, auch bei der Fiskalfilatelie mit Verfälschungen, mit Zählungsfälschungen, Reparaturen, alles dabei. Gerade auch das Entfernen von Entwertungen war immer schon ein Riesenthema. Wir haben keine Prüfer. Ein ganz großes Problem für die Fiskalfilatelie. Um jetzt einfach mal zu zeigen, was ich als ideal ansehe, ist, wenn ich so einen ganzen Satz mit dem gleichen Stempel zeigen kann. Das sind keine Gefälligkeitsentwertungen. Keiner hatte damals 16, 18, 20 Gulden, um hinzugehen und sagen, machen wir mal einen Stempel drauf. Mir ist es bis jetzt bei allen Versuchen in über 30 Jahren gelungen, genau einen Satz mit einem Stempel hinzukriegen. Das war mir mit Wien, mit Prag, mit anderen Städten nicht möglich. Budapest hat es gemacht. Wenn ich so etwas hinkriege und habe dann wirklich eine einheitliche, gute, bedarfsmäßige Verwendung, dann habe ich halt das Optimum an Auswahl und Qualität und Möglichkeit in meinen Augen erreicht. Ha, Seltenheit. Wie kriegen wir denn Punkte für die Seltenheit? Klarer Spruch, der ist schwierig zu finden, ist sicherlich nicht genug, um ein seltener Marke zu sein. Nehmen wir mal die Briefmarken, die so zwischen 50 und 300 Mark Katalog stehen, gerade hier von Überseegebieten. Die sind zu preiswert, als die großen Händler und Auktionen die haben. Und die sind eigentlich schon zu schwierig, dass die Händler die anbieten. Da wird es schwierig, die Marken zu kriegen. Und trotzdem sind sie eigentlich nicht wirkliche Seltenheiten. Kosten haben nichts mit der Seltenheit alleine zu tun. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass wir einen Grund geben und einen bei der Beschreibung erklären, warum und nach welcher Quelle dieses Stück besonders selten ist. Wir haben ganz oft Unikate dran stehen. Das sagt eigentlich keinem irgendetwas. Das ist erstmal nur eine Behauptung. Und da fände ich es sinnvoll, wenn man sagt, warum geht der Aussteller davon aus, es gibt nur so und so viele. Was ist der Hintergrund, die Quelle? Wie kann man das begründen? Und wenn man das kann, dann wird es eigentlich erst im Exponat sinnvoll, über Seltenheit zu sprechen. Um das ganz kurz zu beleuchten, verstehe ich das richtig, wenn, sagen wir, es gibt eine Studie, einen philatelistischen Artikel, was auch immer, wo einer, der sich mit dem Spezialgebiet beschäftigt hat, so Rarity Index, wie es in den Commonwealth-Staaten oft gegeben wird, das wäre dann eine schöne Quelle und zu sagen, nach XY nur ein Stück bekannt. Wäre das dann in Ihrem Sinne die angemessene Argumentation? Das würde ich immer genau dahin schreiben. Wenn ich die Quelle habe und je bedeutender, bekannter die Quelle ist, desto besser ist das, dann würde ich genau das dazu schreiben, nach dem und dem Index, nach der und der Quelle. Ja, ob man da hier ein Kalui-Verzeichnis Großbritanniens, das ist sicherlich eins der bekanntesten im postalischen Bereich. Wenn man hier alte Fachliteratur, große Sammlungen hat, dann sollte man sagen, ja, auch hier bei Hanus, da gibt es mehrere Dinge. Ich habe diese Woche noch ein Unikat gekauft, was seit Hanus-Zeiten, 130er Katalog, genau einmal bekannt ist. Und das war jetzt über 60 Jahre verschollen, kam gerade in Wien in der Auktion. Da darf ich heute wirklich dran schreiben, das ist genau das Stück, was in allen Katalogen von Anfang an abgebildet ist. Und es ist noch nie wieder ein zweites aufgetaucht. Da kann man dann wirklich sich drauf beziehen. Ich habe hier einfach mal die seltenste Ausgabe Fiskalfilatelie gezeigt. Hier sind die Verkaufszahlen, also nicht die Druckzahlen. Keiner hat eine Marke gedruckt, sondern die sind gedruckt worden, ja, und sind dann entsprechend häufig, wie es hier steht, verkauft worden. Wenn das Briefmarken wären, ich glaube, es ist nahezu hoffnungslos, so etwas zusammenzutragen. Das geht nicht. Im Fiskalmarken kann man das ganz gut hinkriegen. Ja, und hier ist ein Scan aus meiner Sammlung. Also von diesen Marken sind 12, 9, 11, 2 oder keine ohne Aufdruck verkauft worden und dann als Dreierstreifen überdruckt. Erste, zweite, dritte Wechselsteuer.
96, 41, 49, 21 oder 8 Stück. Das heißt, man kann Marken zeigen, die eigentlich gar nicht verkauft worden sind. Geheimnis ist einfach, das sind liegen gebliebene, unverkaufte Stücke, die dann nachher in ganz kleinen Stückzahlen an wahrscheinlich Ministerien, sonst was, Beamte damals abgegeben worden sind. Die sind so nie in die Sammlerwelt gekommen. Dann muss man das eben wissen und trotzdem kann man sowas kriegen. Und wenn ich hier mit Verkaufszahlen argumentiere, ist das sicherlich eine ganz klare, deutliche Referenz. Wenn ich so ein Dokument zeige, muss man wieder sagen, da gab es keine Philatelisten, die sowas gesammelt haben. Das ist der Gesellschaftsstempel. Der kleinste Wert 5 Pfennig, der größte Wert 500 Mark zusammen auf einem Dokument mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedenen Wertstufen, die genau so, genau die Gebühr einer Gründung einer Solinger Firma darstellen, dann braucht man, glaube ich, schon nicht mehr weiter erklären, dass das kurz vor Unikat ist oder wahrscheinlich ist. Es wird keine zweite Firma mit genau der Wert, mit genau der Gebühr gegeben haben, die dann eine so fantastische Bundfrankatur hinkriegt. Und das ist für mich so eins der zufälligen Beispiele, wo man sagen kann, wow, hier glaubt jeder erstmal, hier war doch ein Philatelist am Werk und hat so ein Dokument künstlich geschaffen. Nein, das stammt rein aus dem Bedarf. Die Provenance, das ist etwas, was postalisch immer wichtiger ist, was man sicherlich auch heute unbedingt dazu schreiben sollte, wenn man Material bekommen hat, was aus den großen klassischen Sammlungen ist. Ich habe das hier mit dem Schlüsselwert Österreichs gemacht, eine Marke, die es 13 Mal in der klassischen Philatelie gegeben hat, wo man sich damit beschäftigt hat, wie viel kennt man. Und habe dann jedes Mal dazu geschrieben, das kommt aus der Meier-Sammlung, das kommt aus der Kohut-Sammlung, das kommt aus Martin Erler und so weiter. Das heißt, ich habe die Sammlungen, die Stücke, die ich bekommen habe, hier zusammengestellt und mit dem Werdegang. Damit zeige ich eigentlich gleichzeitig auch, meine Sammlung ist aus den Sammlungen dieser großen Sammler der Österreich-Philatelie zusammengestellt worden. Und ich glaube, das sollten wir uns, wenn wir sowas haben, auch immer angewöhnen zu sagen, hier ist ein Stück aus Sammlung XY, das gehört eigentlich da unbedingt mit zu, ist in der Fiskalphilatelie extrem schwierig und wo immer möglich werden wir die Kultur pflegen. Dass ich dann zufällig eine Marke in eBay auf Dokumentenabschnitt gefunden habe, das sind dann die kleinen eBay-Überraschungen, wo man kaum glücklicher sein kann. Ich muss sagen, ich habe aber von der 8 Gulden blauen Papier auch mittlerweile 7 oder 8 vorliegen gehabt, wo man auch sehr früh, teilweise vor vielen Jahrzehnten, hingegangen ist und hat das Papier einfach blau gefärbt. Eine Frage zu den Provenancen noch. Ja? Oft wird ja auf die klassischen Sammlungen, egal Burrus, Ferrari etc. rekurriert. Hier auf Ihrem Blatt sind jetzt einige Namen, die sind mir persönlich auch noch nie begegnet, aber ich habe mit Fiskalphilatelie keinen Kontakt speziell. Ja. Frage, Kenntnis von den weniger bekannten Sammlungen in einem besonderen Gebiet. Wäre für mich vielleicht was zum darauf hinweisen auf der ersten Seite, dass man da die Provenancen mal benennt, oder was hätten Sie da für einen Gedanken, die eigentlich unbekannten Namen überhaupt einzuführen? Die sind jetzt hier natürlich für die Nicht-Fiskalmarkensammler unbekannt, aber ich habe da ja auch mittlerweile Ignaz Meier sonst was drin. Die Fiskalmarkensammlerrunde in Österreich heißt noch Ignaz Meier-Runde. Besagter Herr Meier hat den Katalog 1950 herausgegeben. Martin Erler hat die Fiskalphilatelie eigentlich wieder zurückgebracht und hat also entsprechend viel publiziert. Die ganzen Kataloge sind von ihm. Also wir stehen hier wirklich Namen von Leuten, die die Kataloge herausgegeben haben, die die Handbücher gemacht haben, die stark darüber publiziert waren oder die ganz, ganz vorne bei den Sammlern dieses Gebiets waren. Also für jeden Österreich-Fiskalsammler, dem sagen diese Namen eine ganze Menge. Das sind nicht einfach irgendwelche Sammler, die ich zufällig kannte, die würde ich da nicht reinsetzen, sondern wirklich nur die, die sich wirklich einen Namen in dem Sammelgebiet gemacht haben. Und ich glaube, jeder, der ein Katalog-Handbuch herausgegeben hat, ist es wert, erwähnt zu werden.
wenn es aus dessen Sammlung ist. Da muss man nicht nur Ferrari und Burros nehmen, sondern das geht, glaube ich, auch bei anderen Spezialgebieten, dass man da wirklich, und ich habe auch diese Seite in der Royal Philatelic Society ein bisschen publik gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte eigentlich gerne zeigen und den Leuten, die längst verstorben sind, die sich aber um das Sammelgebiet sehr verdient gemacht haben, um die einfach auch da nochmal mit reinzukriegen und sagen, guck mal, das sind die, warum ich heute überhaupt sammeln kann, warum ich heute überhaupt was über die Marken weiß. Okay, danke. Also ich würde, Ralf, ja? Ich würde das sogar ziemlich großzügig sehen und nicht nur die, die Handbücher geschrieben haben, da erwähnen, sondern es werden ja auch große Sammlungen hin und wieder aufgelöst und dann ist einfach die Sammlung bekannt. Also ich würde das dann einfach da hinschreiben, ex ja. Irgendwas. Also im Prinzip, wenn man das dann weiß. Richtig, also jede Name-Sale. Also nicht so, das würde ich nicht sehr eng und streng sehen, sondern eher großzügig. Ja, ich denke auch, das ist für uns alle. Das ist immer ein Gewinn, wenn man das dazu schreibt. Richtig. Also ganz ehrlich, wenn irgendwann mal meine Marken woanders sind und die sich dann dadurch mein Name weitergetragen wird, ich würde mich darüber freuen und ich denke, das ist ein Stück Kultur, wo man echt sagen kann, der hat die große Goldmedaillensammlung gehabt, der hat genau. Eine Name-Sale gehabt oder eben Handbuch geschrieben. Unbedingt zeigen, ja. Gehört ein bisschen dazu. Hier nochmal, jetzt gehe ich ein bisschen ins Detail rein. Ich habe hier eine Marke auf blauem Papier gefunden, verwendet, als die gar nicht gab. Und das habe ich sehr viel Text dazu geschrieben und habe in dem Text erklärt, dass die damals dieses bläuliche Papier, das ist ein Versuch vor Entfernung der Handschriften, das zu verhindern, das dann deutlich zu machen, wenn man die Tinte entfernt, wird die Marke ganz blau. Das hat man als Versuchspapier hergestellt und das Versuchspapier ist in den Druck verwendet worden, bevor es offiziell eingeführt wurde. Und so existiert überhaupt nur die 8 Gulden, die würde sonst gar nicht existieren, die ist nie wieder gedruckt worden, nachdem das Papier eingeführt worden ist. Und das hier in der Lombardei so eine Verwendung zu haben, das ist bis jetzt die einzigste blaue Marke, die vor Einführung des blauen Papiers überhaupt gefunden worden ist. Und da zeigt man eben auch noch mal eine ganze Menge Herstellungskenntnisse. Man hat sich wirklich mit Daten, mit Dokumenten, sonst was beschäftigt. Auch wenn das eigentlich kein Dokument ist, was ich normalerweise haben möchte, wegen dem Federkreuz und sonst was. Das ist halt aufgrund der, ich sage es mal, unlegitimierten Verwendung des Versuchspapieres in meinen Augen ein Highlight. Und damit kann man in der Sammlung auch noch mal glänzen. Das war jetzt mal so traditionell, wo ich so mit ein paar Beispielen gezeigt habe, wie ich das gerne machen möchte. Da kann man sicherlich etwas weitermachen. Ich springe jetzt einfach mal zur Fiskalgeschichte. Und das würde ich auch mit der Postgeschichte genauso wieder vergleichen. Die Marke und die Markenausgabe hat auf einmal nichts mehr auf den Seitentitel verloren. Das kann man bei der Markenbeschreibung unten drunter immer gerne bringen. Aber die Sammlung wird nur noch sortiert nach Steuergesetzen und nach ganz klar den Paragraphen und den Dingen, die dort im Gesetz drinstehen. Die Marke tritt zurück. Mike Mailer, für mich der Pionier der Fiskalgeschichte, ist ein Amerikaner, fantastische Exponate. Der hat mit USA ganz großes Glück, weil das kleine erste amerikanische Steuergesetz, was übrigens herausgegeben worden ist, damit Lincoln den Bürgerkrieg gewinnt. Da haben also die Unionsstaaten angefangen, Steuern einzusammeln, um einfach den Krieg zu finanzieren. Da gab es nur 34 Sorten von Dokumenten. Und er hat schön das original gedruckte Steuergesetz vorneweg in seiner Sammlung und danach kann er sammeln. Wenn das Leben immer so einfach wäre. Wobei das hier ist extrem schwer, weil da unendlich viele sehr, sehr teure Spezialitäten bei sind. Also in Large Persian Rug $500 auf Dokument. Aber egal, er hat nur 34. Wenn ich jetzt mit dem österreichischen oder preußischen Gesetz komme und habe dann auf einmal 2000 Tarife, dann wird es unmöglich, 2000 verschiedene Dokumente, die irgendwie besteuert oder sogar steuerfrei waren, zu zeigen, da muss man sich was einfallen lassen.
Und eine der Lieblingsfragen, kann man eigentlich ungestempelte Dokumente zeigen? Gehören die noch in ein Fiskalexponat? Ganz klar, es gibt Armenrecht und ähnliche Dinge, wo dann die Steuer entlassen worden ist. Zeige ich hier nicht. Ich zeige hier eigentlich ein unmöglich hässliches Dokument in der Erhaltung. Aber den königlichen Freistaat Pressburg. Jetzt muss man wissen, Pressburg war früher die Hauptstadt Ungarns und die Ungarn wollten immer weg von Österreich. Und weil die sich hier wirklich Bitte ausschalten. Der Co-Moderator kann auch alle Teilnehmer stumm schalten. Ja, versuche ich gerade. Ich sehe das. Wenn du auf den Namen gehst, Ralf, und dann mit rechts klicken kannst du. Ich glaub, weiß nur nicht, wer es ist. heißt User. Ja, ich glaube, wenn es normal ist, dann gehe ich. Peter, kannst du mir helfen? Ah, I see. Ja. Ich bin schon dabei. Kleinen Moment. Ich glaube, das ist unser polnischer Sammlerfreund. Okay, danke. Ich glaube, jetzt ist er weg. Okay. Okay. Ja, ist gelungen. Die Ungarn haben Aufstand gemacht gegen Österreich und haben dann den Freistaat Pressburg, die Freistaat. Das ist der Grund, warum die Stempelsteuer in Ungarn überhaupt eingeführt worden ist. Ich habe mich also unglaublich gefreut und habe nie ein schöneres Dokument gefunden, wo dieser freie ungarische Staat schön eingedruckt so ein bisschen propagiert wurde. Das ist eine ganz kurze Zeit gewesen und dann auch noch als Reisepass. Das ist eigentlich so das ideale Dokument, das sich Ungarn zu Österreich gehörend davon losgelöst hat, das Ding zu zeigen und zu sagen, hey, wegen genau diesem Aufstand, wegen genau diesem Wort Freistaat ist die Stempelsteuer eingeführt worden. Das ist für mich ein Highlight, was auf jeden Fall in eine Fiskalgeschichte reingehört. Kann man ungebrauchte Dokumente in einer Fiskalgeschichte zeigen? Ganz klar, nein, auf keinen Fall, haben da nichts verloren. Ausnahmen bestätigen die Regel. Als Napoleon Wien besetzt hat, das war die einzige Zeit, wo diese Dokumente nach Budapest ausgelagert worden sind und deswegen in Budapest nur ungebraucht zum Schutz vor dem Zugriff Napoleons vorkamen. Also auch sowas bringe ich in einer ungarischen Fiskalgeschichte und zeigt das, guck mal, ihr habt das Zeug einfach untergebracht, Auswirkung napoleonischer Krieg. Dann haben wir ein großes Thema Ausschnitte. Wir mögen sie eigentlich nicht und würden immer lieber ganze Dokumente sehen. Auch hier gilt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn es so selten ist. Und ich glaube, die paar Ausschnitte hier zeigen 10% der in Graz erhobenen Steuer. Belagerung Napoleons Truppen. Da hat dann der lokale Hauptmann gesagt, okay, wir erheben weiter Steuern, wir haben keine Signetten, wir haben nichts, wir haben nur unser Stadtsiegel und hat dann mit der Hand in das Stadtsiegel die Gebühren reingeschrieben. Sehr schöne Provisionen, die entstanden sind. Und warum habe ich das in Ungarn gezeigt? Naja, der Hauptmann, der das gemacht hat, ist ein ungarischer Offizier gewesen, der selber in Ungarn die Steuern gar nicht kannte. Insofern sind das solche Sachen, die im Napoleonischen Krieg passiert sind. Ich habe das gerne illustriert mit der Person und auch mit einer zeitgenössischen Darstellung, so Wikipedia-Bilder. Und war mir eigentlich immer so ein bisschen zweifelhaft. Darf man das? Soll man das? Das hat jedem geholfen zu verstehen, was ich da zeige, weil nur die Siegel mit den handschriftlichen Wertstufen, das macht nicht viel Sinn. Die Geschichte ist es, die es ausmacht. Ich glaube, das wollen wir im Allgemeinen nicht, dass wir einfach solche Bilder nehmen, die jetzt wirklich aufzutreiben, zeitgemäß aus der Zeit,
weiß ich nicht, ob ich das je schaffe, wäre mein Ideal. Und ich glaube, wenn man das wohl dosiert, in ganz besonderen Fällen mal macht, wird es toleriert und vielleicht sogar auch anerkannt, weil es einfach nochmal Geschichte lebendig macht. Würden Sie das anders werten, wenn das jetzt kein gedrucktes Bild, sondern sagen wir eine Bildpostkarte aus der Zeit wäre? Ein napoleonischer Krieg, eine Bildpostkarte wird nahezu unmöglich. War auch eine hypothetische Frage. Ja, klar. Nee, klar. Aber was wir versuchen da zu kriegen, auch aus den frühen Zeiten, wären Illustrationen aus Buchseiten. Da haben wir das eine oder andere. Man kann, gut, also die farbigen Gemälde, die waren alle groß, die kriege ich nicht in Albenformatgröße. Das ist halt wirklich ein Riesenproblem. Sobald anderes Material zur Verfügung ist, würde ich davon absehen, Wikipedia-Bebilderungen zu nehmen. Und auch wirklich damit sehr, sehr vorsichtig umgehen. Hinweis auch, jetzt ganz losgelöst von der Bewertung in der Jury, auf jeden Fall sollte man sicher gehen, die Lizenz, ob das jetzt BYCC 2.0 oder was immer ist, zu zitieren. Das muss man ein bisschen suchen bei den Wikimedia-Bildern, aber nicht, dass man dann dummerweise noch eine Lizenzverletzung begeht, wäre mein Gedanke dazu. Wenn Sie es publizieren, auf jeden Fall. Ich glaube, im Exponat wird das nicht ganz so eng gesehen. Trotzdem auch dann sinnvoll, wenn Sie es dazu schreiben, dann ist es wenigstens auch ganz offen und eindeutig erkennbar. Ich habe mich hier eines Wikipedia-Bilds bedient. Ich habe nichts Zeitgenössisches gefunden. Und wenn man dann als Juror sagt, ja gut, das kann man auch nicht, ja, dann wird sicherlich akzeptiert. Nur bitte nicht überfrachten, das wirklich reduzieren auf das, was wirklich notwendig und existenziell, um es überhaupt zu verstehen. Deswegen hatte ich dieses Beispiel hier mal gebracht. Darf ich noch eine Ergänzung machen? Also ja? Im Allgemeinen, auch die Frage von Herrn Sespel, ist ein Original immer besser als eine Abbildung? Ja. Ja, grundsätzlich. Ja. Also die Bildpostkarte wäre meines Erachtens besser als eine Abbildung aus Wikipedia. Abbildungen aus Wikipedia oder irgendwoher sind möglich. Dann sollten sie dezent sein und sie sollten quasi als Textersatz dienen oder zur zusätzlichen Erläuterung des Textes. Und dann, da sollten sie dann aber nicht zu groß sein. Also wenn das hier jetzt eine Exponatseite wäre, wäre mir das Verhältnis, da sind wir uns, glaube ich, einig, Ralf, aber es sollte, ist ja auch keine Exponatseite, zwischen den Fiskalbelegen und den Bildern viel zu schlecht. Also das darf dann nicht so dominierend sein wie hier. Danke für den Hinweis, stimme ich hundertprozentig zu. War jetzt auch hier nur in der Werbeschau, würde ich im Exponat deutlich reduzieren, ganz deutlich reduzieren. Das Material darf nicht überstrahlt werden, das ist so. Fiscal History Balance. Auch ein bisschen auf die Bedeutung. Wenn ich ein einziges Archiv auswerte, da gibt es sehr schöne Sammlungen, die haben aber wirklich im Prinzip eine einzige Quelle, dann mache ich ein dickes Fragezeichen hinter die Bedeutung dieser Sammlung, egal wie gut die ausgearbeitet ist. Und eine ausgewogene Sammlung ist dann eigentlich kaum vorstellbar. Es ist dann halt eine Single Source und da muss man fragen, wie bedeutend war die? Etwas, was ich vielen Ausstellern immer wieder sage, wenn man etwas aussucht und zeigt, man sollte nicht auf seinen eigenen Geschmack zu hohen Wert legen. Also nicht nur das raussuchen, wo ich selber eine Riesenfreude für habe. Man muss sicherlich die Gesamtheit des Zeitraums und des Materials sehen. Und die ersten Dokumente, die man findet, das ist nicht immer das, was nachher auch im Exponat sein sollte. Es gibt sicherlich hervorragende Beispiele. Harald Krieg hört heute hierzu. Von seinem Gebiet sind Dokumente so gut wie nicht bekannt. Da freut er sich über jedes Dokument, was man irgendwo finden kann. Wenn ich Österreich-Ungarn mache, dann habe ich so viele Dokumente, dass ich dort wirklich die Chance habe, Dokumente
ausgiebig auszusuchen und auszuwählen. Und dann gehört das dazu. Ich habe schon mal gesagt eben, es gibt bis zu 2000 verschiedene Dokumentenarten. Und das, was wir dann unbedingt zeigen sollten, sind die völlig verschiedenen Arten der Besteuerung. Es gibt also da die ganzen Gebührenskalen, wo man also gerade Wechsel und Finanzgeschäfte einfach nach Stufen macht. Es gibt feste Raten, wo ich einfach eine Gebühr für die Art des Dokuments bezahle. Prozentuale Steuern sind dagegen relativ selten. Die kommen eigentlich fast nur bei Erbschaften und Ähnlichem vor. Und wenn man dann Dokumente nach diesen Gesichtspunkten zusammenstellt und zeigt die verschiedenen Skalen, die es gibt, besondere feststehende Gebühren und dann eben auch Beispiele von prozentual, dann habe ich die Ausgewogenheit der verschiedenen Arten. Vollständig werde ich das nie hinkriegen. Interessant, fiskalgeschichtlich, traditionelle Elemente, das ist immer so ein bisschen Favorite von mir. Ich habe hier nochmal ein blaues Papier und ein weißes Papier nebeneinander. Das Dokument hat mir Wolf Hess mal irgendwann geschenkt und meinte mir, einen Gefallen zu tun. Und ich habe mich am Anfang gar nicht so sehr gefreut, weil kleine Wertstufen, wieder komisch roter Kreuz drauf. Und ich dachte, was soll das? Es ist bis heute das Einzigste, was wir gefunden haben, was nach der Verlust der Lombardei die Weiterverwendung der weißen Papiere zeigt. Die weißen Papiere wurden dann in Venetien für ungültig erklärt, weil große Bestände in der Lombardei den Italienern in die Hände fielen und die angefangen haben, die weißen Marken, die weißen Papiere nach Venetien zu verkaufen. Natürlich für schönen Discount. Und dort hätte man keine Steuereinnahmen. Da hat man schnell die blauen Papiere ein bisschen blauer gemacht und gesagt, komm, die sind nur noch gültig und hat kleine Wertstufen wie so eine Mischfankatur gesetzlich zugelassen. Also hier wird wirklich Kriegsgeschichte, Fiskalgeschichte mit einem einfachen, publigen Dokument. Und zusammen mit Kurt Kimmel und Gianni Cavanzoni, der leider an Corona verstorben ist, haben wir sicherlich 3.000, 4.000 Dokumente durchgesehen. Und das ist bis jetzt das Einzigste, was diese im Gesetz erwähnte Kombination zeigt. Da kommt dann eben auch mit einem traditionellen Element eine ganze Menge Fiskalgeschichte zusammen. Schöner Hinweis. Sie haben gerade gesagt, wie viele Dokumente Sie auch gesichtet haben. Das nochmal zu dem Gedanken von vorhin. Seltenheit dokumentieren. Ich kann es jetzt im Detail nicht ganz lesen. Ihre Beschriftung ist darauf hingewiesen, dass beispielsweise aus einer Sichtung von so und so viel Stück das einzige ist. Oder was wäre da ein Gedanke dazu vielleicht? Das habe ich damals nicht dazu geschrieben. Das ist auch für mich eine Sache, die ich so dazu lerne. Würde ich heute unbedingt, deswegen habe ich auch gerade verbal gesagt, unbedingt dazu schreiben. Habe ich damals einfach, das war mir nicht wichtig. Ich habe mich einfach gefreut und habe mich das vielleicht auch noch etwas außer Acht gelassen. Ich habe gelernt, dass es echt wichtig ist und auch interessiert, wo solche Aussagen herkommen und was dahinter steht. Ja, würde ich immer dazu bauen. Gut, und das ist jetzt in so einem Vortrag, kann man nicht die Texte alle genau im Detail zeigen, aber danke für den Hinweis. Sowas sollte man unbedingt dazu schreiben, ja. Ja, für die Erklärung war auch keine Kritik an der gezeigten Folie. Nee, es ist klar, verstanden. Alles gut. Sehr, sehr gut. Hier auch nochmal, Makrophilatelie gilt grundsätzlich als Postgeschichte oder auch dann jetzt hier Fiskalgeschichte. Wird heute wenig beachtet, wird fiskalisch fast überhaupt nicht gemacht, zumal es, also ich glaube, auf jeden Poststempel Österreichs wird es 100 Fiskalstempel geben. Das ist also überhaupt nicht mehr absehbar und lösbar. Und ich hatte früher, naiv wie ich war, mal gedacht, vielleicht schreibst du mal den Müller der Fiskalstempel. Edwin Müller ist, glaube ich, ein Begriff für die postalischen Entwertungen Österreichs. Hoffnungslos unterfangen würde nie fertig werden, geht nicht, ist einfach viel zu viel. Aber Ungarn-Verwendung, nachdem die Ungarn eigene Wertzeichen hatten, da staunen dann auch alle Ungarn, wenn man so etwas zeigt, weil das macht keinen Sinn. Da hat man den Österreichern Geld gegeben, um eine Gebühr auf ungarischem Territorium zu bezahlen,
Das ist eigentlich völlig ungeklärt, warum das so damals akzeptiert worden ist. Also in sich selbst eine gute Sache. Vielleicht eine Schlaumeier-Anmerkung oder doch Frage, vorige Folie. Wir sind uns einig, es geht um Makrophilatelie. Wir haben nicht Makrophilatelie als neues Thema, oder? Nicht als die, ist mir die auch Schreibung des Titels. Oben sehe ich Makrophilatelie. Ja. Es geht um Makrophilatelie, korrekt? Ja, ja, klar. Okay, dann. Entschuldigung, ja. Zur Bedeutung der Fiskalgeschichte. Das ist dann wirklich auch mal die Frage, werden die gezeigten Gebühren und Dokumente, haben die irgendeine geschichtliche Bedeutung? Ja, da würde ich also immer den Wert legen, wenn ich Dokumente heute auswähle, dass ich auch ein Stück Geschichte dokumentiere. Das ist einfach ein Vorteil der Fiskalphilatelie. Wir haben, ich bin jetzt böse, nicht nur leere Umschläge, wir haben ja auch Dokumente mit historischem Inhalt. Highlight, ich glaube, der letzten Woche, der letzten 14 Tage, es gibt die erste Internetseite KI, künstliche Intelligenz. Da kann man Scans alter Handschriften hinschicken und die werden transkribiert. 500 Seiten kriegt man kostenlos, da muss man Mitglied werden und einen Obolus pro Seite bezahlen. Und das scheint fantastisch zu funktionieren. Die ersten Versuche, die wir gemacht haben, sind sehr, sehr vielversprechend. Und damit kriegt auf einmal das Dokument nicht mehr nur die Marke und die Entwertung und die Gebühr. Sie kriegt auf einmal auch einen Inhalt, der hoffentlich, oder das würde ich dann immer versuchen auszuwählen, ein Stück Zeitgeschichte dokumentiert. Und dann kommt die entscheidende schwierige Frage, gerade auch für einen Juroren. Das gezeigte Material, wie steht das im Verhältnis zu dem, was überhaupt möglich ist? Und ich glaube, das ist bei Marken eine Herausforderung. Das ist bei Dokumenten, auch gerade international gesehen, eine der ganz, ganz großen Bewertungsherausforderungen. Was ist überhaupt möglich? Was kann man überhaupt sammeln? Was kann man zusammentragen? Und was wird hier gezeigt? Das ist nochmal deutlich schwieriger im Fiskalbereich, als es postalisch möglich ist, weil wir da genug Auktionskataloge haben. Da haben wir einfach genug gesehen. Da gibt es genug andere Sammlungen, mit denen man vergleichen kann. Da läuft die Fiskalphilatelie noch weit hinter der postalischen hinterher. Die Frage ist, ob das nicht eher auch eine Chance für einen Aussteller ist, als nur eine Challenge. Das Wissen, da klassisch sagt man, man weiß ja gar nichts, damit ist alles, was du schreibst, schon mal neu und gut. Ist das so einfach? Und ich glaube, dass man gerade auch mit der Geschichte, die man schreibt und mit der Auswahl des Materials, dann ganz leicht auch als Nichtkundiger Unterschiede sehen kann. Da sieht man wirklich, oh, das ist eine Oberfläche, sind einfach ein paar nette Dokumente, die sind nicht richtig beschrieben. Und das nächste Mal kommt da eine wirklich gute Geschichte rein und ein guter Zusammenhang. Und da können wir auch ohne große Hintergrundwissen eigentlich genau an dieser Verfolgbarkeit, dem Verständnis, was man kriegt, wenn man das gar nicht kennt, ich glaube, da kann man eine ganze Menge Sicherheit kriegen, was ist wirklich in so einem Exponat an Hintergrundwissen und Verständnis da. Ich habe ein paar Beispiele dazu. Als ich das kriegte, da wurde ganz groß gesagt, guck mal, und Napoleon war doch in Ungarn, weil Napoleons Signetten, das 15-Kreuzer-Signett ist französisch geschnitten mit dem Erfüllungsstempel und das Ganze ist verwendet in Pressburg. Also war Napoleon in Pressburg und hat dort Steuern erhoben. Weit gefehlt, damals war Pressburg noch nie Freistaat gewesen. Es gab gar keine Steuern in Ungarn und damit auch nicht von den Franzosen, die nie da gewesen sind.
Das ist eine Vollmacht. Das Dokument ist nach Wien gegangen und in Wien wurde die Vollmachtsgebühr 15 Kreuzer von den Franzosen erhoben nach österreichischem Gesetz. Man hat einfach das Gesetz weiter benutzt und kassiert. Das heißt, das, was es auf den ersten Blick ist, ja, eindeutig Pressburg, Datum, alles schön, Franzosenzeit und ganz klar das katalogmäßig bekannte französische Signet ist keine Verwendung in Pressburg, ist eine in Wien. Und ich glaube, an so einer Erklärung versteht jeder, dass man zweimal hingucken muss und wirklich verstanden hat, was vor einem ist. Forschung, das ist eigentlich die große Herausforderung und das, was am meisten Spaß macht. Man sollte eigentlich mit jedem Dokument, was man in der Ausstellung zeigt, verstanden haben, welche Gebühr und welche Verwendung es ist. Postgeschichte ist selbstverständlich, das machen wir. Das sollte fiskalmäßig aber auch so sein. Und ich habe es gerade international sehr, sehr oft gesehen. Man zeigt eine Marke und sagt eigentlich nur Marke auf Dokument. Das brauchen wir nicht. Wir müssen wirklich wissen, was ist damit passiert. Und ich wiederhole mich, man sollte wichtige, gute Dinge raussuchen. Erhaltung ist bei klassischen Dokumenten allein aufgrund der Größe und sonst was eine Riesenherausforderung. Und ich habe eigentlich immer so einen klassischen Spruch. Was würde ein Briefmarkensammler machen, wenn er Direktor einer Gemäldeausstellung wird? Er würde Standardrahmen kaufen, er würde die Bilder alle so zurechtschneiden, dass sie in die Standardrahmen reinpassen und hat dann ein furchtbar langweiliges Ausstellung mit allen Bildern auf gleiche Größe reduziert. Das versteht man vielleicht nicht so sehr, wenn man jetzt Postkarten und Briefe vor sich hat. Die sind kleiner als die Albenseiten. Da kann man was anderes machen. Wir haben ein großes Problem in der Fiskalphilatelie, dass die meisten Zeitungen, Dokumente, was auch immer wir da sammeln, größer ist als unsere Albenseite. Kaum einer denkt drüber nach, mal die Albenseiten anzupassen. Kaum einer denkt drüber nach, wie reduziere ich die Größe, wie reduziere ich das Format, damit man das, was wichtig ist, auch wirklich zeigen kann. Ich habe da ganze Vorträge drüber gehalten und das ist schon recht spannend, wenn ich jetzt da ausholen würde und würde so Bilder zeigen, was man alles klein kriegen kann. Ganz entscheidendes Thema, ich habe es eben schon mal erwähnt, sind die Ausschnitte überhaupt sammelbar? Da gibt es international ganz große Ablehnungen, die sagen, auf gar keinen Fall, es ist sammelunwürdig. Ich halte dagegen und sage, sorry, es ist oft das Einzigste, was überhaupt überlebt hat. Ich zeige hier vier Signetten, die Andreas Hofer als Aufständer gegen Napoleon ins Leben gerufen hat in Innsbruck. Das heißt, die hatten dort wirklich ein Staatswesen und der Film, wo er da nur so als Bauer über die Alm läuft, sollte man mal ganz anders sehen. Der Mann war wirklich auch staatsmännisch und auch wirklich als Finanzbeamter mit eigener Finanzerhebung unterwegs. Aber die Dokumente, wir wissen nicht, was in Archiven ist. In Privathand gibt es außer den hier vier gezeigten noch zwei weitere kleine Dreikreuzer. Also ausgesprochen selten und das dann nicht zu zeigen, wäre einfach falsch. Da muss man sich aber auch überlegen, was zeigt man, was nicht. Anderer Hinweis, vor gut einem Jahr, Dezember letzten Jahres, ist die Kohut-Signettensammlung versteigert worden. 14 Lose, 5.000 Euro Ausruf, haben im Endeffekt 110.000 Euro Hammer gebracht, plus Gebühren. Das heißt, Sammler kaufen auch solche Ausschnitte und zwar für nicht unbeträchtliches Geld. Seltenheit im Bereich der Fiskalgeschichte. Wir haben genug Kataloge und wir haben auch die alten Weltkataloge, die geben uns ein Gefühl für die Marken. Für Dokumente haben wir eigentlich fast nichts und viel zu wenig. Also ein ganz, ganz großes Problem.
Und ich kann dann jetzt hier nur noch mal zurückkommen und sagen, das, was wir eben so besprochen haben zum Thema geschichtliche Besonderheit, ja, Attraktivität, all das, das gibt uns halt irgendwo nachher ein Gefühl. Das heißt, wir müssen wirklich die Qualität und das Material raussuchen, was wir zeigen. Eine Maßlatte, ja, so ich sage, beim Schwimmen habe ich eine Stoppuhr und weiß genau, wie schnell er geschwommen ist, die gibt es hier nicht. Und das ist ein riesen Problem. Natürlich können wir sagen, wenn wir top seltene Marken auf Dokument haben, na gut, dann ist das halt top selten. Aber auch ein ungewöhnliches Dokument mit einer ganz gewöhnlichen Marke kann besonders sein. Ich denke, ich habe ein paar Beispiele gegeben. Kommen wir zum dritten Approach. Ich möchte es nochmal ganz klar sagen, wichtig war uns, als wir das alles formuliert haben, bitte niemals wechseln. Und das ist auch das, was ich vielen postalischen Ausstellern sage. Mischt die verschiedenen Blickwinkel nicht. Macht nicht ein Stück weit Markenbeschreibung und dann wechselt in die Postgeschichte. Wechselt nicht mal hier ein Kapitel und da ein Kapitel. Und wir haben lange nach einem Wort gesucht und ich hatte meine englischsprachigen Mitglieder im Büro gebeten, sucht mal ein Wort, was nicht Thematik heißt. Wir sollen nicht nach einem Thema suchen, sondern und die Engländer haben dann einfach, Amerikaner, Australier haben gesagt, Subject Treated ist vielleicht das Beste. Was meinen wir? Beispiele, ich hatte es eben schon mal am Anfang gesagt, Biersteuer, Entertainment Tax, also wirklich Vergnügungssteuer. Da gibt es Fahrradsteuer. Das gibt also eine ganze Menge Sachen, wo wir uns dann halt nicht mit irgendeiner Geschichte, die wir mit Fiskalmarken bebildern und anhand der Marken zeigen, sondern wir beschäftigen uns schon mit dem Material selber. Nur das ist keine Ländersammlung mehr. Das geht dann länderübergreifend, das geht zeitübergreifend. Das ist auch keine reine Fiskalgeschichte, obwohl wir uns natürlich schon durchaus mit den Steuergesetzen beschäftigen und dann da eben mit einem bestimmten Kapitel. Und ich glaube, dass wir hier vielleicht den Fun-Bereich der Fiskalphilatelie betreten, wo wir bis jetzt wenig Beispiele haben. Aber jeder, der damit anfängt, hat total viel Spaß, weil er jeden Tag was Neues entdecken kann. Wenn man über Biersteuermarken nachdenkt, dann sind das meistens diese schönen Banderolen, die um die Flaschen hängen. Langweilig. Vergnügungssteuer, das ist jetzt mal, ich bin wieder ein bisschen mit beim Bier, Löwenbräukeller München, das ist ein Eintrittsticket. Und in das Eintrittsticket eingedruckt ist die Vergnügungssteuer. Solche Dinge, die muss man mit viel Zufall entdecken und sind so ein bisschen das Salz in der Suppe. Da gibt es keinen Katalog, das Ding steht nirgendwo. Aber so etwas kann man ständig in der einen oder anderen Art finden und das erzählt einfach, wofür man überall Steuern bezahlen musste. Wir haben ganz am Anfang gesagt, boah, ich habe da eine Marke gekauft und jetzt muss ich dafür auch noch 81 Euro einfach Umsatzsteuer bezahlen. Also das war ein Beispiel. Das geht halt in vielen anderen Bereichen bis hin Eintritt in den Löwenbräukeller in München. Das kostete mal extra Geld. In so einem Subject Treat, also eine Sache, kommt dann eben auch der Lehrvertrag aus Bayern. Ja, auf dem Lehrvertrag ist eine Gebühr drauf. Ich finde sowas nett. Ein Bierabnahmebüchel, das ist also ein Lagerbuch, wo dann eben wirklich auch die Steuer für das Lagerbuch erhoben worden ist. Wanderarbeiter, der hat hier in einem Brauhaus gearbeitet und hat bei der Polizei sein Wanderbuch vorlegen müssen und kriegte die Erlaubnis, natürlich gegen die Gebühr einer Visiermarke in Dresden, dass er dort bleiben und arbeiten darf. Passt in die Biergeschichte, weil es halt die Arbeitserlaubnis für einen Bierbrauer war. Hier wird eigentlich Kreativität gefragt. Es gibt nichts Vollständiges. Wir fangen ja an, Geschichten zu erzählen und wir haben viel zu wenig Hintergrund und viel zu wenig Sammlungen dieser Art, dass wir sagen können, boah, der muss das zeigen, es gibt hier was, es gibt dort was. Ich glaube, dass wir
hier eine ganz, ganz große Kreativität heranfordern und die auch so ein bisschen sehen müssen. Was wir sicherlich nicht damit meinen, wenn man auf Englisch heißt so schön Taxpayers, das sind also einfach diese ganzen Banderolen und diese ganzen Sondersteuermarken, die man dann rein traditionell aneinander hängt, das würden wir dann niemals als Subject-Based sehen, weil wir uns ja dann nicht mit dem Thema, um was herum die Steuern und Gebühren erfasst worden sind, dann wird das eben doch wieder mehr oder weniger zu einer traditionellen Sammlung. Die Bedeutung für so ein Sammelgebiet ist ganz schwierig. Da haben wir auch lange diskutiert. Wir haben einfach gesagt, was wir wollen, ist schon eine gewisse Sozialkompetenz und sozial wichtiges Thema dahinter. Und wir erwarten eigentlich eine möglichst vollständig wirkende, komplette Darstellung, ohne dass die dann wirklich vollständig sein muss. Das heißt, hier freut man sich, wenn dann auch doch mal sowas wie ein Essay oder ein Entwurf mit drin ist, aber der muss nicht unbedingt dabei sein. Der wird dort nicht so dringend erwartet, wie wir den in der Ländersammlung haben. Hier geht es vielmehr um die Originalität und um das Material, was man so noch nie gesehen hatte und vielleicht gar nicht beachtet hat. Das Wissen wird spannend, weil man auf einmal nicht mehr sich in einem Sammelgebiet auskennen muss, indem ich möglichst viele Länder, möglichst viele Dinge, das Material auswähle und zusammenstelle, muss ich einfach eine umfassende Wissen von allen Ländern haben. Ich sage jetzt mal, wie in der Thematik auch, es reicht nicht, wenn man dann in einem Gebiet der Philatelie stark ist, sondern man muss wirklich alle Länder wissen. Spannend wird es, wenn man nicht nur Kataloge und Handbücher, sondern gerade auch Steuergesetze und Ähnliches hat auswerten müssen. Und da kriegen wir dann auch sehr schnell unser Gefühl für, was weiß der. Ich zeige jetzt hier einfach mal ein ganz frühes Biersteuergesetz. Also auch da gibt es fantastische Quellen und Möglichkeiten, die man damit reinsetzen kann. Wir kriegen hier auf einmal ganz frühe kleine Receipts, also hier Quittungen für eine Steuer bezahlt, für ein Brauhaus, für das Herstellen. Und an Forschung erwarten wir hier eigentlich wirklich, dass wir kreative neue Geschichten finden und dass wir einen wirklich super schönes, bunten Reigen an Material finden. Und Jenny Benfield hat es eben schon mal gesagt, von Geburt bis zum Tod, wer die Sammlung sich anguckt, da hat einfach jeder Betrachter Spaß dran und man sagt ganz oft, wow, dafür wurde auch eine Steuer erhoben. Also dann macht es eigentlich Spaß und das ist das Spielerische, was wir hier sehen. Und da wollen wir eigentlich auch ein bisschen hin. Seltenheit, ja, da ist eigentlich eher die Überraschung gesucht und da sieht man natürlich auch, okay, da sind doch in anderen Gebieten teure, seltene Marken, da sind auch wirklich dann nochmal Probedrucke-Essays drin, das ist selten, aber hier wird vor allen Dingen das Unerwartete, das Nichtbekannte sehr hoch eingeschätzt und dafür gibt es dann durchaus Seltenheitspunkte, wenn man sagt, boah, kann man nirgendwo kaufen, haben wir noch nie gesehen, kannten wir gar nicht, aber passt perfekt, dann kann man für kleines Geld sich hier durchaus Seltenheitspunkte erhalten. Aufhören möchte ich mit so einem netten Nacht- oder Hockersteuermarke, Nachtsteuer. Wenn man sitzen bleiben darf, dann zahlt man dafür noch eine Gebühr an den Nachtwächter und kann noch ein Bier mehr trinken. Ich glaube, so manche Jury-Sitzung haben wir um 2, 3, 4 Uhr morgens mit Bier beendet. Wir hätten zu gewissen Zeiten dafür noch eine ganze Menge Geld an den Nachtwächter abdrücken dürfen. Und diese Marke zeigt dann, hier ist neben 30 Pfennig Gebühr auch noch ein netter Trinkspruch drauf. Also in Sammelgebiete mit Dingen und Möglichkeiten, die man so nicht erwarten würde. Und das ist eigentlich genau das, wo ich so ein bisschen den Spaß an der Philatelie haben möchte und nicht nur das Suchen nach den seltenen, teuren und besonderen Dingen.